So, hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Rafe. Und wer den Startbildschirm kennt, der hat definitiv das Ende der letzten Folge gesehen. Genau, wir steigen hier direkt wieder ein, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Für mich sind ein paar Sekunden vergangen, für euch wieder 2 oder 3 Tage. Aber wir werden das Ganze einnehmen. Also für diejenigen, die eventuell vorher noch nicht eingeschaltet haben, das schöne Grüne hier unten ist unser Dungeon unserer Träume. Wir haben bei weitem noch nicht alles ausgebaut, weil wir das Ganze nicht brauchen. Hier in dem Bereich sind wir bereits vorgestoßen, haben ein bisschen was annektiert. Da müssen wir noch was kaputt machen, da müssen wir noch was kaputt machen und dann gehen wir hier in die Mitte. Und ja, nicht lang schnacken, weitermachen. Aber mir fällt gerade was ein, jetzt wo ich das sehe, wir werden noch ein bisschen was bauen. Und zwar eine größere Bestienhöhle. Zack, 40.000 kostet der Scheiß. Geil, können wir uns leisten. So, können noch ein paar Bestien mehr reinkommen. Overload ready. Your minions are under attack. So, da ist noch eine Verteidigungsanlage, dann one of your minions is unhappy. Setzen wir die mal da ran. Ach nee, das ist eine Garnison. So, wir könnten noch ein paar Minions beschwören. Not enough lockable mana. Ja, ja, ist ja gut. A ghoul has risen in your grip. Zack, zack, zack. Scarg lost. Was? Wie? Wo? Was geht denn hier ab? Oh, so. Wenn die jetzt hier angreifen, dann machen wir doch Folgendes. Wenn die von der Seite hier immer kommen. So, machen wir hier nochmal 3 von den Minions weg. Und machen hier nochmal ein bisschen Verteidigung hin. Dann können die von hier aus nämlich nicht mehr reinkommen. Hier oben ist eigentlich nichts, da unten auch nicht. Ich denke, das passt. Hier kommt auch nichts durch, dann müssen wir da herein. Dann können wir uns genau hier auf diese Seite konzentrieren. So, und um den Rest zu machen, können wir hier nochmal so eine Potion droppen. Ah, ist ja gut. So, wir haben bestimmt noch ein bisschen Platz hier. Oh ja. 6, 6, 8, 8. Zack, 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 zack. Könnten wir auch noch rausbauen, aber boah, für was denn? Warum denn? Brauchen wir nicht. Passt schon. Wir haben eh nur 2 Jungfrauen, die da arbeiten. Zack, zack. Komm, hier und dann nochmal mit der Peitsche. Bombard complete. Your minions are in combat. So, du auch. Zack. So, Verteidigung steht schon, ist wunderbar. Den will ich eigentlich nicht verlieren, das ist Stufe 6 Unit. So, können wir gleich eine Rally Flex setzen? Ich denke, wir setzen hier auch gleich eine Rally Flex. Wir holen gleich mal die ersten Minions bei. Your ritual is ready to be cast. Das ist sehr gut. Die nehmen wir auch gleich mit dabei. Und die 2 Dicken. So, jetzt haben wir so ziemlich alles hier vorne. Die trainieren, das ist ein Trainingsgerät. Ach so, ja, ja, okay, gut, dann wollen wir jetzt hier rein. So, die Heilung halten wir schon mal parat. Das Ritual halten wir auch parat. Oh, machen wir gleich. Schön hochheilen, da kann dir nichts passieren.
being attacked. Not enough mana. Wonderful, dann können wir eigentlich noch bis hier hingehen. Wow! Ja, Leute, jetzt könntet ihr mich eigentlich grinsen sehen. Wir haben bald eine Stufe 10 Unit mehr. So, stellen wir mal sicher, dass wir hier genug Platz haben. Die 5er, 6er kommen weg. Dann können wir die Rally Flag eigentlich auch wegmachen. Der 10er lebt immer noch. Heavy. Shadow lost. One of your minions is unhappy. You have insufficient mana to cast that. Der ist down. Wir können hier nochmal das Ritual anwenden. Ja, komm, wir müssen dann doch hier. Ich will diese 10er Unit auf jeden Fall haben. Komm, was wollen. Scheiße. Gut, der Skark ist auch los. Da kommen wir nicht mehr ran. Nee. Egal. Gibt Ghouls und hast du nicht gesehen. Aber hier, wir haben gleich eine Level 10 Unit. Hau nicht ab. Können hier bleiben. Schön hier bleiben. Was macht man nicht alles, um eine Level 10er Unit in seine Finger zu kriegen? Und für euch ist ja hier Party pur, ne? Als wäre es nicht schlecht, wenn wir das Ritual schon fertig hätten. Der lebt immer noch. Alter, was hält der denn aus? Was hält der denn aus? Ey, Hammer, was glaubt ihr, was denn abgeht, wenn wir den in unseren Reihen haben? Der metzelt sich hier wahrscheinlich komplett alleine durch, so nach dem Motto. So, wir haben ihn. So, droppen wir jetzt hier schnell zwei Potions. Wo geht das? Da noch nicht. Hier. Dann können die sich nämlich auf das Wesentliche fokussieren. Zack, Rally Flag weg, dann können die Units wieder zurück. Wo ist die 10er Unit? Da. Hat den schon jemand geholt? Ich hoffe, irgendjemand holt den. Was wir auf jeden Fall machen, ist, wir holen hier wieder unsere Jungfrauen zurück. Da, mach hinne. Was? Die können keine Taverne finden? Hallo? Riesengroße Taverne, hier. Riesengroßer Schlafsaal, hier. Miam, miam, hier. Wahnsinn. Können keine Taverne finden, ey. Der halbe Dungeon ist eine Taverne. So, noch eine 8er Unit. Die 10er sehe ich immer noch nicht. Some of your minions are unhappy. Your minions have engaged the enemy. Guck mal, was hier noch an Gold liegt. Wir brauchen das alles gar nicht. Overload ready. Ist das die 10er? Nee, der ist tot. Ach, verdammt. Trainingsraum, genau. Hier kann ich nichts abbauen. Hier ist noch Platz. Naja. Kann man doch mal eine gute Idee.
Gehen wir mal Trainingsräume rein. Was machst du denn da? Ich kann dich auch nicht wegholen. Dann heile dich wenigstens hoch. Your minions are in combat. Ja, sieht nicht so, als ob wir ihn gekriegt haben. Schade. Warum können die keine Taverne erreichen? Mein Gott, was sind das denn für Minions? Your allies' minions are being attacked. So, haben wir jetzt hier soweit alles eingenommen? Your creatures are in combat. A ghoul has risen in your crypt. A minion is getting angry because it hasn't been paid. Alter, die gehen mir auf den Senkel. Passt mal auf, wir machen was. Wir machen Folgendes. Dadurch, dass die ja unbedingt hier vorne im Kampf bezahlt werden wollen, machen wir jetzt hier auch Goldkammern hin. Dann müssen zwar die Minions von uns ein bisschen weiterlaufen, die Arbeiter, aber wir können sie hier vorne bezahlen. Dann haben wir hier Harper. Wenn sie das einnehmen, können sie hier schlafen. Spirit Workers ready. Hallo? Hier. Spirit Workers ready. Also echt, ey. So, dann. 1, 2, 3, 5, 6. Greift die an, wenn die hinkommt. Wir waren nicht schnell genug. Naja, gut. So. Das haben wir jetzt auch. Wunderbar. Sehr schön. Wir können was Neues corrupten. So, wo ist denn schon wieder hier das Minion hin? In Gima-Stufe 10 sind Leute, ey, das ist richtig heavy. So, wunderbar. Jetzt können wir nämlich hier was reinschmeißen. Dafür nehmen wir die hier vorzugsweise. Von denen haben wir nämlich genug. Was? Sind das unsere? Achso, da müssen wir erstmal durch. Your allies' minions are being attacked. Gut, verstehe, verstehe, verstehe. Das sind Minions von uns gefangen gehalten. Und deswegen sind die so pissed, weil die da nicht raus können. You have insufficient mana to cast that spell. So, dann gibt es hier gleich ein paar neue Opfer. So, haben wir noch von denen ein paar rein. So, haben wir hier wieder Platz in der Folterkammer? Jawohl, einen Platz haben wir. Machen wir die 7er Unit rein. 120.000 Gold. Was sollen wir damit machen? Ausgeben. Ja, aber wo? So, gehen die jetzt hier hinten weiter? Mach hin. Hier gerne noch ein Minion. Auch gleich mal in den Arsch treten. Jetzt haben wir hier das ganze Gebiet eingenommen. Sehr geil. So, wenn die sich durchgearbeitet haben, haben wir dann auch das Gefängnis hier. Ich glaube, sonst habe ich noch kein Gefängnis gesehen, ne? Nee.
So, zacki, dann können wir noch einen einsetzen. Your minions have engaged the enemy. An Arcanist has been corrupted in your torture chamber. So. One of your minions is unhappy. Kein Mana? Wo komme ich denn nicht hin? Verstehe ich nicht. Okay. Dann schicken wir hier noch ein paar Minions hin. Die sind. Die hauen gleich wieder ab, alles klar. Dann Randa. Your allies' minions are being attacked. Sehr schön. So, schön durchheilen. Dann setzen wir das hier ein. Ich liebe Overlord. Overlord ist ein super Ritual. So, dann können wir jetzt bis hier hinten hingehen. Und dann sind wir so gut wie tot. Durch. Gut wie tot. Ja, ist klar. Oh! Dann nochmal richtig Party hier. Party hart. Paar Achter, paar Siebener. Ja, das Gnarling verloren. Schade. War nicht schlimm. Guck mal hier, was hier an Ghouls nachkommt. Halleluja. Welche Bombard ist under attack? Hier, echt? Tatsache, wo kommen die denn her? Ah, egal. Solid work under Lord. Haben wir. Können wir jetzt in die Mitte einmarschieren? Oh. Dann rein in die Mitte. It's beautiful. Oh, that power. No, the Kinos belongs to me. Mira, what the hell are you doing? The Kinos is not for you, you impudent witch. Underlord, you will be the implement of justice. Really? You will invade Mira's home realm and take the Kinos back from her smoldering ruins. Now get to work. Was da ankommt. What I think of an appropriate punishment. Das sind gefühlt 100 Ghouls, ey. Das hat uns trotzdem nichts gebracht. Miststück. Another turncoat emerges. Enter her realm and send her the way of Marcus and Raskos. Then claim what is rightfully yours. Ja, dann müssen wir uns wohl zurückholen, was unseres ist. Da, Miras Reich, Macht der Verzweiflung. Also kann ich ja schon mal sagen, das Ding hat's in sich. The Cretin, Mira. Lies holed up with her dungeon, armed with the power of the Kinos. But you have some time before she will be able to tap into its dark core and enhance her own abilities. Finish her before she is capable of sending you back to the ether. Tja, also wir müssen uns beeilen und das versuchen wir definitiv. Vielleicht kriegen wir das noch komplett in die Folge rein. Also 10 Minuten war ja ein Erfolg. Schauen wir mal. It's immense. Oh, I see everything. It's too late for you. The Kinos is mine, and mine alone. Träum weiter. This fool knows nothing of the Kinos' true power. She threatens to undermine our entire campaign. Destroy her. Mira is a weak, conniving child. But the Kinos is indiscriminate in its powers. So. It will attune to her. When it does, things may become difficult. Destroy her quickly, Underlord. He will lead you astray, as he's done to countless others. You are nothing to him.
So, wir müssen es hier auf jeden Fall beeilen, egal wie. Wir fangen hier gleich an. You need a larger vault. Ja, The Klappe. Kinos is free from its prison. And with its power you may summon titans. Formidable warriors equipped with battle-changing abilities. Titans can be rallied separately from your other minions using the Rally Titan flag. The balance of power has turned in your favor, Underlord. Puh. So, wir Good müssen hier machen, was wir Underlord, machen you're können. making Wir brauchen jeglichen progress. Platz. Follow a dungeon to its core and see that damn thing destroyed. So, komm hier, Zacki. Nehmt das ein. Brauchen jetzt erstmal auf jeden Fall da weitermachen. Schnellstens Minions. You need a larger vault. Ja, ist ja okay. Wir nehmen noch zwei. So, ich glaube, hier müssen wir jetzt vorsichtig sein. You have discovered a gateway. Komm, mach mal. Erstmal hier schön erweitern. Da ist das Gateway. Ja, erweitern hier. Komm, wir brauchen das Gateway, beeil dich. So, und wenn wir hier sind, können wir hier gleich mal eine Verteidigung aufbauen, weil die werden hier definitiv durchbrechen. Ja, warten wir noch. Return what you stole from me. So, dann brauchen wir nämlich gleich eine Gießerei. You don't understand. With this power, I can. Ja, ist klar. A cultist has entered your dungeon. Genau, mach da weiter. So, 1, 2, 3. Das sollte erstmal für den Anfang reichen. Sobald die da stehen, können wir da weitermachen. Was haben wir hier? Hier haben wir auch irgendwas Schönes. So, wir brauchen Schatzkammer, brauchen wir nicht. Wir machen hier einen Schlafsaal rein. Dann brauchen wir ein Miam Miam. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, wir brauchen Beasts. Not enough gold. A Bafu has entered your dungeon. Wundervoll. Oh, komm hier. Ich will da eigentlich schon gerne ran. So, machen wir hier gleich mal weiter. Das machst du bitte. Das da. Perfekt. You cannot store more gold. Ja, das wird im Moment auch relativ bumpe. So, das nehmen wir mit, schmeißen wir hier schon mal drauf. Dann geht das gleich automatisch. So, was hätte ich denn gerne hier vorne? Hier vorne hätte ich gerne Garnison direkt wieder. 1, 2, 3. Your vault is emptier than your head. An ogre has entered your dungeon. Time is fleeting. Crush her dungeon core and send her back to the east. I will enact her true punishment there. Get the hell away from the Underlord! Go back to your master and wither under his deceit! Enough of your blabbering! So, geht da mal ran. You had your chance, Mira! Da machen wir hier weiter. Ja, habe ich gehört. Wir machen das Ding hier größer. Wir brauchen schnellstmöglich Verteidigungsanlagen. Machen wir auch gleich größer. Ah, hier geht auch ab. Alles klar, alles klar, alles klar. Behold,
Dann machen wir die hier hin. An Oculus has entered your dungeon. Haben wir schon was? Nee, noch nicht. So, das machen wir auch schnell Größe. Dann machen wir ganz schnell eine Gruft. Gruft ist wichtig, Gefängnis ist wichtig. Gefängnis irgendwo hier vorne. A necromancer has entered your dungeon. Your core is taking damage. Ja. Da. So, hier müssen wir aufpassen. Das lassen wir stehen. So, aber da können wir gleich reingehen. Ja. So, Verteidigungsanlagen, da können wir dann auch durch. Dann werden wir hier hinten mal einfach alles aufmachen. Ja, ist ja okay, ist ja okay. So, dann haben wir den Nekromanten gleich mit dazu. Der kann auch gleich mal angreifen. Der auch. So, dann machen wir eine Folterkammer gleich mit rein. So, erstmal eins. Was brauchen wir dann noch? Eine Arena. Wir brauchen einen Beastmaster. Machen wir hier auch erstmal klein. 5 auf 5. Dankeschön. Dann machen wir das hier gleich. You have insufficient gold. Your minions fight the enemy. Da ist Gold. Ja, ist ja okay, ist ja okay. Was wollte ich denn jetzt brauchen? Verdammt, schon wieder vergessen. Da, Alchemistenlabor. You do not have enough gold to do that. Okay. A necromancer is unhappy because it is tired. Ja. Ah, nee, das nicht. Da, wir brauchen ein paar Minions. You have insufficient mana to cast that spell. You've identified an artifact of construction. Your minions are under attack. Alle Bauwerke, das heißt hier alle Verteidigungsanlagen und alle Bauwerke. Your constructs are being summoned. Your bombard is under attack. Okay. Your vaults are full of gold. Das war nichts. So, ziehen wir unsere Units auch zusammen. Alter Falter, geht hier die Luzi ab. So, die Gruft Biesten machen wir ein bisschen größer noch schnell. Your insolence has already cost me dearly, Mira. So, das hätte ich gern, das Artefakt. Make your situation worse. Greifen wir da an. A Chunder is unhappy because it is tired. Insufficient mana. Time to pay your minions, Underlord, for all their hard. Oh Mann, das wird hart, das wird richtig hart. So, den machen wir da rein. Doch. Cultist lost. You are out of mana. So, dann ziehen wir die Rally Flag ein bisschen zurück. So, wir brauchen auf jeden Fall schnellstmöglich die Gebäude.
Build a larger crypt. Ja, ja, ist ja okay, ist ja okay. Machen wir auf jeden Fall. Da. Shadow lost. Komm, beeil dich, das kriegst du, das kriegst du, das kriegst du, das kriegst du. Ah, verdammt. Mach doch mal bitte hier. Hier hinten geht auch ab. Creatures are in combat. You have to kill Mira before the Kinos are tuned. Ja, weiß ich ja. Get in there and destroy her core before she guts you like a micro piglet. So, die machen hier drüben gute Arbeit. Komm, mach hin, arbeite schneller. So, die machen wir weg. Ich will erstmal nur Bombarden haben. Bombard complete. Not enough mana. An enemy is summoning an eternal. Oculus lost. A ghoul has risen in your crypt. Your minions are under attack. Das sieht doch ganz gut aus hier, ne? Not enough mana. Du kommst da mal raus. So, wir haben hier schon ein paar von denen eingesperrt. Wir haben aber, haben wir schon eine Jungfrau? Tatsache. Weiß aber nicht, wo die ist. Hier machen wir auch nochmal schnell eine Verteidigungsanlage hin. Mal gucken, ob es klappt, die fertigstellt. Da haben wir schon mal die erste fertig, super. So, machen wir zwei weg. Succubus lost. Na toll. Hier, mach dir mal hier zu viert weiter. Ach, komm schon. Das ist auch ein Schlafplatz. Machen wir hier vorne rein. Oh ja, Bombe. Wurmloch? Oh, Wurmloch ist nice. Wormhole unlocked. One of your minions is unhappy. Oculus lost. Ja, ist nicht so wild. Your bombard is under attack. So, wir ziehen jetzt alles da rein. Ich will jetzt ein bisschen offensiver rangehen. Ich denke, hier mit den ganzen Ghouls, die wir gekriegt haben, dürften wir da jetzt gut Progress machen. Zumindest hoffe ich das. Ja, guck mal, was hier rankommt. Guck mal, was hier rankommt. Das ist Bomber. Da, hier. Rein da. Die müssten wir jetzt eigentlich überrennen. Die müssten wir jetzt eigentlich überrennen. Das schaffen wir zwar nicht die 10 Minuten. Aber das sieht gut aus. Ja, das stört mich jetzt gerade nicht. Wir sind hier auch im Einbrechen. Ja. So, Randa. Ja, Klappe da vorne. Das soll's gewesen sein, Leute. Das sollte es eigentlich gewesen sein, wenn jetzt hier nicht noch eine böse Überraschung kommt. Guck mal hier, wir nehmen schon die ganzen Räume ein. Zack. Zack. Ja, wunderbar. What point is there anything you have done? In the service of that lying beast, you were always expendable.
I will burn you from the realms, like the parasite you are. Yes. Yes. Nice, nice, nice. Not enough mana. This may prove useful, but don't waste too much time, Underlord. Ja, ich waste ja keine Zeit. Wir sind ja hier. The necromancer is unhappy because it is tired. Necromancer lost. I was mistaken. The key has just twisted my mind. Underlord, help me. Oh, you want to negotiate? Don't insult me. This Underlord will sever your core. And I shall trap you in a hell of my own making. You have destroyed an enemy's dungeon core. Shut it, Mira. You betrayed our entire campaign. And now you will pay the price. No, no. It's not possible. I was so close. Pack your bags, wench. You're going straight to hell. Hab das gehört. I've created a special little hell for Marcus and her to spend their exile in. Right. Now that you are armed with the Kinos, you should have no trouble challenging any threat in single combat. Unfortunately for us, the remaining underlords have already realized this. Ja, meine Lieben, also wir haben hier unten Sachen freigeschaltet. Wir können einen Behemoth beschwören, einen Archon und einen Evigo. Also sehr, 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 sehr geil. Wurmloch ist natürlich auch ein schönes Ding. Und ja, aber wir waren gut. Wir waren richtig gut. Wir haben 17 Minuten gebraucht. Das ist auf jeden Fall schneller, als ich gedacht habe. Wir sind richtig, richtig gut rangekommen, haben die Verteidigungslinien gut aufgebaut. Also hat mir sehr gut gefallen, die Runde. Wir haben schön schnell hier unsere Leute rangekriegt. Also super, 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 super. Also, wenn euch das gefallen hat, lasst gerne mal einen Kommi da. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat, auch gerne ein Abo. Aber dann war es das hier wieder für diese Folge. Dann haben wir richtig gut Progress gemacht. Wir haben den Rest von der vorherigen Quest noch gemacht. Wir haben hier das Ding komplett durchgemacht. Und ja, meine Lieben, bald haben wir die erste Kampagne komplett geschafft. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich hatte heute wieder jede Menge Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Und meine Lieben, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.